Ich möchte nicht predigen, wie Leute zu leben haben. Ich möchte nicht sagen, das darf man nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, wenn der Heilige Geist kommt, überführt er die Leute. Und sie wissen es ganz genau. Es kam ein Mädchen in den Hauskreis, sie war, glaube ich, das dritte Mal da, hat sich bekehrt. Wie alt war die? Ich glaube 20, 22 Jahre. Und nach dem Hauskreis kommt sie zu mir und sagt, Pastor Piero, kann ich mit dir kurz reden? Sag ich, ja. Ich habe sie nicht gekannt. Dann sind wir ins Nachbarzimmer gegangen. Ich bin ganz, ja, krass heute Abend durch. Dann kommt sie zu mir und sagt, sieh du, ich lebe mit einem Freund zusammen und wenn ich Jesus habe, darf ich nur bumsen. So. Und ich sage, was gebe ich ihre Antwort? Wenn ich jetzt sage, du darfst nicht mehr, dann geht sie nach Hause und dann gibt es vielleicht Krach und dann, ich könnte ein paar Bibelstelle geben. Und sie schaute mich an und ich schaute sie auch an und ich sagte nichts. Und ich spürte, wie der Heilige Geist kommt. Sie wartet ein paar Sekunden, nicht lang, 20 Sekunden und dann sagt sie, ja, ich weiß, ich darf das nicht mehr machen. Ich mache das nicht mehr. Ich gehe jetzt nach Hause und sage meinem Freund, es ist vorbei. Ich mache es nicht mehr, weil ich Jesus habe. Ich habe kein Wort gesagt. Und ich spürte, wie der Heilige Geist überzeugt hat. Wie der Heilige Geist gekommen ist und hat diese wunderbare Arbeit gemacht. Er hat sie überführt. Nicht meine Worte, sondern der Geist war es.